Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Yes, da hinten das Bild wird oft angesprochen. Das hier, das ist ein schönes Bild, das ist richtig, das ist ein total schönes Bild. Das ist meiner Frau und mir mein absolutes Lieblingsbild, mein absolutes Highlight. Und dann nochmal, wird immer wieder gefragt, das gefotoshoppt, gehoptepoppt, ist es nicht. Und zwar, wenn ihr mal genau hinschaut, da sind Falten. Und zwar, das sind Bauchfalten. Weil ich da natürlich körperfetttechnisch nicht ganz so weit unten bin, noch ein bisschen minimal Bauchfett habe, das sind so, glaube ich, um die 8% Körperfett. Da ist bei mir halt im Bauch noch was übrig, vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil ich keine 25 mehr bin, sondern fast schon den 5er stehen habe. Und deswegen, das ist nicht Photoshop, sondern das ist original. Das ist original im Bodensee unten entstanden, am Bodensee. Bei leicht regnerischem Wetter, deswegen ist natürlich hier oben auch der Himmel so dramatisch. Und das Bild hat gemacht die Liebe, Jackie Liebe. Liebe, Jackie Liebe. Das ist ein Highlight, ein absolutes Highlight. Dabei war der Ingo Kremmel, Fotodesign-Schaman, bei dem auch noch regelmäßig sind, tolle Bilder machen lassen, immer wirklich extrem tolle Bilder dabei rauskommen. Warum? Weil es eben einfach funktioniert. Die Chemie passt zwischen uns Vieren. Aber das ist von der Jackie Liebe und es ist ein absolut geniales Bild und ist nicht photoshopped. Absolut echt alles. Beim 300er Film haben sie definitiv mit Airbrush nachgeholfen. Hier ist nichts mit Airbrush nachgeholfen. Ah, was wollte ich euch jetzt erzählen? Ja, eigentlich was ganz anderes und zwar instinktive Bewegung und bewusste Bewegung. Vielleicht nochmal eine Sensibilisierung für den einen oder anderen. In der Regel ist alles, was wir tun, körperlich wie geistig. Das heißt, wenn wir unseren menschlichen Organismus bewegen und unser Hirn einschalten, dann ist immer eine Grundstruktur da, die natürlich sagt hier, wie können wir das, was wir tun, energetisch sparsamer veranstalten. Deswegen sind alle Bewegungen, die wir machen, unterliegen einem sogenannten Energiesparmodus. Geistig wie körperlich. Das bedeutet, dass der Körper von selbst, ohne dass wir da was dazu beitragen, energetisch immer den einfachsten Weg gehen möchte. Ist das für das Krafttraining zum Beispiel der richtige Weg? Ja oder nein? Wer weiß es? Es ist nicht der richtige Weg. Warum? Der Weg des geringsten Widerstandes bedeutet schon mal, was die Struktur anbetrifft, dass wir für die Bewegung wesentlich weniger Muskelfaserbündel pro Zeiteinheit unter Spannung halten, benutzen. Das heißt, der Körper möchte immer, wenn es geht, so wenig wie möglich Muskelfaserbündel bei der Bewegung einbinden und somit entstehen energetisch sparsame Übungen. Deswegen auch der Umkehrschwung, was ich immer wieder predige, Umkehrschwung hat nichts im Fitnessstudio zu suchen. Gibt schon ein Video drüber, der eine oder andere nicht kennt, kann ihn angucken, in meiner Playlist zu finden. Deswegen ganz wichtig, das ist die Bewegungsgeschwindigkeit, die Bewegungskonzentration, die Muscle-Brain-Connection. Und die sorgt dafür, dass ihr während des Trainings, während des funktionalen Krafttrainings, so viel wie möglich Energie pro Zeiteinheit benötigt. Und das bedeutet, dass ihr so viel wie möglich Muskelfaserbündel bei der Bewegung im Zielmuskel hauptsächlich einsetzen. Das war's. Energiesparmodus seht ihr zum Beispiel bei Langstreckenläufern, bei allen Menschen, die sehr lange Energie abliefern müssen. Ihr werdet kein Marathonläufer so laufen sehen, sondern kleine rhythmische Bewegungen, die so wenig wie möglich Energie kosten. Da ist ja auch richtig so, weil der soll ja 42 Kilometer laufen. Der ist ja perfekt, so darf er nicht so viel Muskelmasse haben. Da ist ja gut so. Der muss energetisch sparsam laufen, sonst schafft er es nicht. In der Natur macht der Mensch das genauso. In der Natur, wenn der Mensch keine Energie hat, was wird er wohl machen? Er wird überall Energie einsparen. Ja, das macht er automatisch. Ist ja auch klug so. Aber im Krafttraining macht es keinen Sinn. Deswegen heißt es für euch, wenn ihr trainiert, nutzt so viel Muskelfaserbündel wie möglich. Und zwar, wenn es geht, natürlich im Zielmuskel, dann werdet ihr auch maximale Resultate erzielen. Und dazu muss die Trainingstechnik passen. Und die Trainingstechnik steht immer vor der Last. Und darüber dürft ihr jetzt euch selbstständig Gedanken machen. Und ich freue mich auf eine rege Teilnahme. Und drunter bei der Bemerkung, ich bin mal gespannt, wer schon energetisch aufwendig trainiert und wer immer noch im Energiesparmodus ist. Das war's, Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema: Spare bitte keine Energie, verwende viel Energie für dein Krafttraining, dann wird's funktionieren. Bis dann, Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness
Meine Aufgabe.